Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Leichtathletik-Fans. Bei den Austrian Top 4 Meeting in Ried und Linz haben zahlreiche Athleten noch die Möglichkeit, das Limit für die Olympischen Spiele in Rio zu schaffen oder zumindest das Ticket für die Europameisterschaft in Amsterdam zu lösen. Lukas Weiß-Heidinger, der Diskuswerfer, ist bereits für Rio qualifiziert. Lukas, Experten sagen, Sie sind in der Weltklasse angekommen. Stimmen Sie dem zu? Ja, also Weltklasse, da muss man schon sehr gute Konstanz haben, sprich über Jahre hinaus, aber ich denke, ich bin gut drauf und es fühlt mich geehrt, dass die Experten das so sagen, aber ich muss da schon noch viel daran arbeiten, dass ich das Niveau halten kann und vielleicht sogar noch ein bisschen steigern kann. Wovon träumen Sie bei den Sommerspielen in Rio? Ja, also der erste Schritt ist einmal die Qualifikation überstehen, ne? Die Qualifikation hat die eigenen Gesetze und wenn man die mal überstanden hat, dann kann man schauen, wie es ausschaut, aber bis dorthin ist noch ein langer Weg. Beim Rieder-Meeting sind Sie der Lokalmatador, gehören zum Favoritenkreis. Was haben Sie sich vorgenommen? Ich habe die Woche viel trainiert und wir sind jetzt ein bisschen ausgegangen. Die Fortrichtung ist ja schon Richtung Amsterdam. Lässt mir sehr viel Spiel zu, sage ich mal. Und mal schauen, was möglich ist. Also habe schon noch was drauf. Was genau kann ich leider nicht sagen, aber ich denke, über 60 kommt schon gehen heute, hoffe ich. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Das Rieder-Meeting ist sehr stark besetzt und wir schauen, wie es dem Lukas Weiß-Heidinger und den anderen Athleten hier geht. Ich wünsche viel Vergnügen. Er hofft auf den großen Wurf in Rio und zeigt auch in Ried, dass er in Hochform ist. Lukas Weiß-Heidinger erzielt viermal Weiten über 60 Meter, gewinnt überlegen. Und nicht nur das. Der Meeting-Rekord liegt bei 62,42 und wird vom Lokalmatador locker übertroffen. 65,58 Meter bedeuten persönliche Jahresbestleistung. Weiß-Heidinger ist längst in der Weltklasse angekommen und sowohl für die EM als auch für Olympia gerüstet. Rio, wir kommen! Sie werfen, so hat es den Anschein, von Woche zu Woche weiter. Wie weit geht's noch? Ja, also es ist sicher schön, wenn man weiterwirft. Es ist wichtig, dass das, was ich mir technisch unter dem Wettkampf vornehme, dass das aufgeht. Das ist wichtig. Und es sind oft Kleinigkeiten, wo der Sprung dann irrsinnig groß ist. Ja. Aber wir kommen zur Sieger, ja, es läuft ganz gut zur Zeit. Wie können Sie diese tolle Form jetzt konservieren für die nächsten Wochen? Ja, also wir werden jetzt wieder ein bisschen Kraft trainieren. Und wollen wir wieder ein bisschen Ruhe walten lassen, sagen wir ein bisschen lower gehen mit dem Boden bleiben und dann schauen wir nach Amsterdam. Was ist da möglich? Ja, wie gesagt, dass wir die Quali überstehen. Das ist einmal das Wichtigste. Also das ist eine Linie, die muss man erst einmal überwerfen. Das ist eine Kopfsache. Und das ist für die meisten Werfer ein großes Problem. Und wenn ich das einmal überstanden habe, dann kann man mal rechnen. Aber bis dorthin geht einmal gar nichts. Top auch Siebenkampf-Olympianwärterin Ivona Dadic, die in Ried im Weitsprungbewerb dabei ist und mit 6 Sprüngen über 6,20 Meter eine echte Flugshow abliefert. Herausragend ihre Marke von 6,49 Meter. Damit hat nicht einmal sie selbst gerechnet. Na, also ich komme ja aus dem Training. Vor 2 Wochen war ich in Götzis beim Siebenkampf und bin eigentlich nicht so frisch. Aber es ist besser gegangen als erwartet. Also ich bin 3-mal meine alte Bestleistung übersprungen. Und ja, der erste Versuch war ja gleich Bestleistung. Das bedeutet mir eigentlich nur mehr, weil ich im Siebenkampf nur 3 Versuche habe. Und ich habe einfach halt gesagt, dass ich weit springen kann. Nicht so frisch und dennoch 6,49 Meter. Wie war das möglich? Ich weiß es nicht. Das Publikum in Ried ist einfach super. Wir haben tolle Bedingungen gehabt. Es ist ein super Wetter, es ist ein Rückenwind gewesen und das Publikum ist einfach ein Wahnsinn. Man hat den Eindruck gehabt, das Springen macht Ihnen hier so richtig Spaß. Stimmt dieser Eindruck? Ja, also auf jeden Fall. Ich liebe es, in Ried zu starten. Ich bin auch vor 4 Jahren hier meine Bestleistung gesprungen und heute ist mir halt wieder gelungen, Bestleistung zu springen und ich bin einfach überglücklich. Stimmt der Formaufbau auch in Richtung Olympia? Ja, auf jeden Fall. Also in 2 Wochen starte ich in Deutschland, in Ratingen. Dort werde ich einen zweiten Siebenkampf bestreiten und hoffentlich gelingt es mir dann wieder gut weiterspringen und das Olympia-Limit abzuhaken. Sie rechnen fix damit, in Rio dabei zu sein? Ja, also fix kann man ja nicht sagen, aber die Chancen liegen gut. Also ich bin momentan 12. der Weltrangliste. Auch wenn mir jetzt kein guter Mehrkampf gelingen würde mehr, glaube ich, wird es reichen, dass ich mitgenommen werde. Aber auf das möchte ich mich nicht verlassen, weil ich einfach weiß, dass das Limit drinnen ist. Und ja, ich werde es versuchen, in Ratingen zu machen.
Aus internationaler Sicht sticht im Weitsprung der Südkoreaner Kim Do-kyon mit 8,20 Meter alle aus. Er ist der erste überhaupt, der in Ried über 8 Meter springt. Pech hat Sprinter Markus Fuchs. Der junge Mödlinger verpasst das Europameisterschaftslimit trotz persönlicher Bestleistung von 10,39 über 100 Meter nur um eine Hundertstel Sekunde. Ja, ist auf jeden Fall ein Wahnsinnsgefühl. Es ist das erste Mal seit langem, dass ein Österreicher, glaube ich, wieder unter 10,40 läuft. Und ich fühle mich einerseits geehrt, dass ich das sein darf. Und andererseits ist es natürlich ein Wahnsinn. Ich meine, es tut trotzdem ein bisschen weh, weil eine Hundertstel trennt mich jetzt noch vom Europameisterschaftslimit, was ich mir heuer eben als Saisonziel vorgenommen habe. Aber ich bin sehr optimistisch, dass das auf jeden Fall noch hinhauen wird. Es gibt ja noch einige Gelegenheiten, diese Limits zu schaffen. Wo und wann? Ja, ich habe auf jeden Fall nächste Woche vor, bei den Landesmeisterschaften in Amstetten zu starten. Ist auch immer ein super Event, immer eine tolle Bahn. Da könnte es auf jeden Fall auch noch klappen. Und wenn dort nichts klappt, dann werde ich noch eine kleine Reise nach Deutschland oder in die Schweiz machen. Man hat den Eindruck, Sie werden von Meeting zu Meeting schneller. Wie gibt's das? Ja, ich kann es leider auch nicht sagen. Ich weiß einfach nur, dass heuer der Aufbau von der Halle bis raus zu den ersten Starts auf jeden Fall alles von vorn bis hinten zusammengepasst hat. Viel Kraft, viel Schnelligkeit habe ich dazu gewonnen. Und ja, heuer haut einfach alles hin und es macht doch immer mehr Spaß. Und je mehr Spaß macht, desto schneller wäre ich. Wo wollt ihr noch hin in Ihrer Karriere? Puh, ich denke mal, sowas kann ich nicht sagen. Ich meine, jeder stellt sich natürlich vor, irgendwann mal bei Olympischen Spielen zu stehen. Aber wie man sieht, ist es noch nicht vielen Österreichern gelungen. Aber auf jeden Fall mehrere EM-Starts habe ich schon noch vor. Vielleicht haut es irgendwann noch mal mit einer WM oder Olympia in ferner, ferner Zukunft dann doch auch hin. Im 100-Meter-Finale setzt sich der US-Amerikaner D'Angelo Cherry mit einer Zeit von 10,34 durch und stellt damit einen Meeting-Rekord auf. Ich bin sehr zufrieden, dass es mir gelungen ist, den Rekord zu brechen. Dafür hat man mich auch engagiert. Und ich habe dem Meeting-Direktor versprochen, dass ich es schaffe. It's a great atmosphere here, isn't it? Oh yes, the weather's great, the atmosphere Die Atmosphäre is in Ried ist toll. Es macht Spaß, hier zu laufen. Es passt alles. Ich komme gerne wieder. Erstmals wird in Ried das Rennen über 400 Meter Hürden ausgetragen. Da nehmen Thomas Kain sowie Dominik Hufnagel das EM-Limit in Angriff und scheitern. Besonders für Kain läuft es beim Comeback nach einem Ermüdungsbruch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Das wird eine super Zeit. 51,75. Wie ist das aus Ihrer Sicht gelaufen? Ja, zu langsam. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich hatte jetzt 2 Monate Pause, wo ich wegen dem Fuß einfach nicht laufen konnte. Und ja, wir haben noch eine Woche oder zwei bis zur EM-Quali. Mal schauen. Man kennt Sie ja als Kämpfer, der die EM-Qualifikation nicht abschreibt. Nein, aber... Ich glaube, ich war jetzt 2 Sekunden drüber. Das ist auch über 400 Hürde schon viel. Also ich traue es mir noch immer zu. Aber die Fakten sprechen gegen mich. Das heißt, jetzt gilt es einmal, ganz fit wieder zu werden und in die richtige Form zu kommen. Ja, wie nach jeder Verletzung dauert es natürlich ein bisschen, bis man da reinkommt. So ist es. Bis dahin nehme ich es locker. Es tut mir zwar im Herzen weh, wenn ich dann solche Zeiten sehe. Ich glaube, ich bin in Ried in der U18-Klasse eine ähnliche Zeit gelaufen. Das ist halt 5 Jahre her, das ist dann irgendwie schon, ja, nicht, dass man sich wünscht, aber ich werde weiter trainieren und weiterkämpfen. Hufnagel ist bereits für die Junioren-WM qualifiziert und macht sich weiter Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme. Ja, also die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt und mich trennen letztendlich auch nur 26 Sekunden zwischen der persönlichen Bestleistung, die ich vor einer Woche aufgestellt habe, und dem EM-Limit. Also ich laufe in 3 Wochen circa in Mannheim bei der Junioren-Gala, wo eben die U20-Elite Europas eben starten wird, und dort hoffe ich eben darauf, dass ich eine neue Bestleistung laufen werde und dass das hoffentlich unter 51 Sekunden sein werden. Stimmt die Form? Stimmt der Formaufbau? Ja, also der Kurs passt, kann man so sagen. Die ersten paar Rennen waren okay, also sie waren befriedigend, aber nicht wirklich gut. Aber es geht immer weiter bergauf, also jetzt mit der persönlichen Bestleistung vor kurzem. Das Rennen heute war auch ziemlich gut, also ich bin ganz zufrieden dabei.
Und was muss passieren, damit Ihnen ein Traumlauf aufgeht, der Sie direkt nach Amsterdam führt? Direkt nach Amsterdam, das wäre ein bisschen zu einfach, aber ich sage es einmal so, mein Trainer und ich, wir analysieren die Läufe natürlich immer und ich weiß, wo meine Schwächen, wo meine Stärken liegen. Und es geht eben darum, dass ich die Schwächen so weit wie es geht eben ausmerze. Und wenn ich einen technisch wirklich schönen Lauf habe, mit guten Gegnern, so wie heute zum Beispiel, dann sollte das Limit drinnen sein. Aber es ist natürlich, das hängt auch von der Tagesverfassung ab natürlich. Sie gelten als große Zukunftshoffnung der österreichischen Leichtathletik. Wohin soll die Karriere führen? Ja, also hoffentlich mal nach Tokio zu den Olympischen Spielen 2020. Also ja, ich versuche einfach solide meinen Weg zu gehen in die allgemeine Klasse. Und wenn es auch nur mal zu Europameisterschaften reicht, dann ist es auch okay. Ich versuche einfach nur mein Ding durchzuziehen und so gut wie es geht, internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Und wenn die Leistung nicht passt, dann kann man halt auch nichts tun. Aber ja, mal schauen, wo der Weg hinführt. Unter den Erwartungen bleibt Dominik Sidlacek über 110 Meter Hürden. Von der Europameisterschaft ist er noch ein Stück entfernt. Dominik, wie viel fehlt denn noch zur EM-Form? Zur EM-Form wahrscheinlich noch recht viel. Ich bin mir dabei noch nicht ganz sicher, wie es bei mir funktioniert. Ich habe jetzt die letzten Wochen, Monate Probleme mit der Hüfte gehabt, habe deswegen den Mehrkampf auslassen müssen. Und ja, also zur EM wird schwierig, aber könnte drin sein, ja. Mit einem Wort, eine harte Saison für Sie. Ja, schon sehr hart. Aber sie hat gerade erst angefangen, vielleicht wird es besser. Ich mache Mehrkampf auf jeden Fall noch bei den Staatsmeisterschaften Ende August. Und bis dahin werde ich, also zumindest bis dahin werde ich mich auf die Hürden konzentrieren. Überragend auf jeden Fall in Ried, Lukas Weiß-Heidinger und Ivona Dadic. Die beiden präsentieren sich in absoluter Bestform. Die Linzer Leichtathletik-Gala wäre fast buchstäblich ins Wasser gefallen. Starker Regen hat nämlich ein Loch in der Laufbahn verursacht, wie Sie hier hinter mir sehen können. Die Läufe über 800 und 1500 Meter mussten deshalb gestrichen werden. Alle anderen Bewerbe können zum Glück wie geplant stattfinden. Ivona Dadic ist auf dem Union-Landessportfeld zwecks Formüberprüfung gleich mehrfach im Einsatz. Die aus Wels stammende Paradeleichtathletin tritt sowohl im Speerwurf an, indem sie mit 15,49 Meter Vierte wird. Und beweist auch über 100 Meter Hürdenklasse. Mit ihrer Zeit von 13,81 bleibt sie bei Gegenwind nur knapp über der persönlichen Bestmarke und holt sich den Feinschliff im Kampf um das Olympiaticket. Ivona, Sie wollen sich hier auch in Linz den Feinschliff holen für das Olympialimit im Mehrkampf. Erfüllt das seinen Zweck? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist eine gute Vorbereitung für das Olympialimit, für Ratingen, für die Amsterdam und hoffentlich für Rio. Ich bin jetzt mit 13,81 eingestiegen, mit ein bisschen am Gegenwind, also 800 lieber Bestleistung. Ja, ich bin zufrieden. Sie bereiten sich konsequent vor, so hat man den Eindruck. Und Sie sind wahrscheinlich die vielseitigste Athletin, die Österreich im Moment hat. Ja, also im Siebenkampf ist halt, man muss sehr vielseitig sein, das bin ich. Das war der Start zum 100 Meter Hürdenvorlauf. Marina Tomic aus Slowenien gewinnt den Hürdenlauf in 13,35 vor Eva Wimberger. Die 110 Meter Hürden der Männer gehen an den Brasilianer Felipe da Silva. Dominik Sidlacek belegt in diesem Rennen Rang 3. Und Martin Kerner erhalten sich hier sehr gut. Im Dreisprung schraubt der österreichische unter 20 und unter 23 Rekordhalter Philipp Kronsteiner seine persönliche Bestleistung um exakt einen Zentimeter in die Höhe, schafft 15,93 Meter und wird hinter dem deutschen Martin Jasper ausgezeichneter Zweiter. Das Austrian Top Meeting macht seinem Namen alle Ehre. Thank you.